Nachdem ich die Nacht durchgeschlafen hatte, beschloss ich, zur Spezialeinheit zurückzukehren. Was meine Arbeit anging, so hatte ich mich immer als einen alten Hasen betrachtet. Ich dachte mir, das sei die bessere Art, Jane aus meinem Gedächtnis zu verbannen. Ich wollte mich auf den Fall konzentrieren und es sah so aus, als könnte dieser Fall es auch gebrauchen. Ich hoffte, dass unser Labor aus den wenigen vorhandenen Spuren einige Schlüsse ziehen könnte. Hey, gib mir meine Brotbitte zurück! Und keins von euch Schwein! Doch ruhig, Mann! Sagt euer Gebet auf! Los, in Arbeit, Frank. Was? Ted, könntest du uns bitte die Ergebnisse eurer Ermittlungen im Forschungslabor zeigen? Wir konnten keine klaren Fingerabdrücke bekommen, Captain. Aber wir haben Fußabdrücke außerhalb des Instituts gefunden. Wir haben Gipsabdrücke davon gemacht. Größe 56, würde ich sagen. Wir gehen der Sache gerade nach. Aber was viel interessanter ist, Frank, wir haben außerdem einen einzelnen Dinosaurier-Fußabdruck gefunden. Ein bedeutender Fund aus der paläolithischen Ära. Sonst noch irgendwas, Ted? Ja, etwa 8 Meter von der Fundstelle entfernt fanden wir alte Holzreste, die, wie wir meinen, Reste der Arche Noah sind. Das ist toll, Todd. Toll, Ted. Ich werde morgen nach Boston fahren, wo ich eine bedeutende Rede vor der amerikanischen Gesellschaft für Archäologie halten werde. Und da werde ich dann Schweinefüße bei Gino essen. Wieso Schweinefüße? Du sagtest doch, das ist ein Saurier. Nein, die machen keine Saurierfüße bei Gino. Es gibt zu wenige. Na gut, in der Zwischenzeit fahren wir fort mit der Fingerabdruckanalyse, Faseruntersuchungen, DNS-Aufschlüsselungen, Haarproben. Danach untersuchen wir die mikroskopischen Schmutzpartikel auf diesem Fußabdruck. Dazu brauchen wir lediglich eine geologische Analyse der ganzen Stadt. Vielleicht haben wir nicht so viel Zeit, Ted. Das könnte uns vielleicht helfen. Diese Dackellederbrieftasche haben wir im Rinnstein vor dem Institut gefunden. Wir hatten noch keine Gelegenheit, sie zu untersuchen. Sie ist erst vor einer Stunde gekommen. Hector Savage aus Detroit. Hey, an den Boxer kann ich mich erinnern. Ex-Boxer, sein richtiger Name war Joey Chicago. Oh ja, er kämpft unter dem Namen Kid Minneapolis. Ich habe Kid Minneapolis kämpfen sehen in Cincinnati. Nein, das war Kid New York. Der kämpft in Philly. Der ist in Houston im Ring erschlagen worden. Von Tex Colorado. Ihr wisst schon, der Schlechter von Arizona. Ja, der Typ aus Dakota. Ich weiß nur nicht, ob es Nord oder Süd war. Nord, Süd-Dakota war sein Bruder, aus West Virginia. Du verstehst was vom Boxen. Ja, deswegen würde Mike Tyson auch nicht gegen mich antreten. Ja. Hast du da drin eine Adresse gefunden? Hier steht nur Monique de Carlo 210 Beckman Street. Das ist im Rotlichtbezirk. Ich frage mich, was Savage in so einer Gegend zu suchen hat. Sex, Frank? Nein, im Moment lieber nicht, Ed. Wir haben zu viel Arbeit.